Oh boy, es ist warm. Ich hoffe, bei euch ist es ein bisschen kühler als bei mir. Hier sind gefühlte, ja, so um die 96 Grad dürften es schon sein. Besonders wenn man hier so Wasserheizungen neben sich hat. Ist immer ganz toll. Die Hitzewelle kommt jetzt natürlich auch ein bisschen unpassend, da ich das Video zur Aquariumkühlung, wo wir so ein bisschen mal ausprobieren, gerade erst geplant habe. Müssen wir dann auf nächste Woche verschieben. Naja, wird auch wohl öfter warm werden. Heute machen wir das Gegenteil zum letzten Video. Da habe ich ja gefragt, was nervt euch an der Aquaristik? Das kann man ja auch mal fragen, ne? Denn es gibt ja immer so einen Punkt, wo man sagt, boah, ne, im Gesamten macht es mir schon Spaß, aber diese eine Punkt, darauf könnte ich verzichten. Heute drehen wir den Spieß mal um, denn ich habe euch gefragt, was mögt ihr denn am allerliebsten an eurem Hobby? Und es sind nur 7 Punkte zusammengekommen, denn ihr scheint euch da ziemlich, alle ziemlich zu ähneln, was eure Meinung angeht, was ihr am liebsten mögt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Auf Platz Nummer 7 ist nämlich, wenn das Becken stabil läuft. Da waren recht wenige Antworten, das verwundert mich ein bisschen, aber natürlich erfreut es jeden von euch, wenn das Becken stabil läuft, wenn keine Algen kommen, wenn die Wasserwerte passen und sich auch halten. Das ist immer Grund zur Freude, auch bei mir ist es so, ich freue mich da immer. Leider passiert das nicht immer, dass das Becken so stabil läuft, aber was soll man machen? Platz Nummer 6 ist Lernen. Damit hätte ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Manche von euch haben angegeben, dass sie es sehr mögen, in diesem Hobby immer viel zu lernen. Das ist für mich jetzt natürlich eine schöne Sache, weil ich bin ja hier der Oberlehrer, also meistens. Und das ist natürlich für mich ein schönes Zeichen, dass das, was ich hier tue und was mir auch Spaß macht, auch euch Spaß macht. Immer weiter so. Nummer 5 und auch einer meiner liebsten Punkte an diesem Hobby ist, ein neues Becken aufzustellen. Ist das nicht toll. Ja, ein neuer Schrank, ein neues Becken, alles nagelneu und dann kauft man ganz viele Sachen dafür in der Hoffnung, dass am Ende alles passt und wunderbar zusammenläuft und all diese ganzen neuen Sachen und die Produktaffinen unter euch wissen, was ich meine. Ihr wisst ja, ich mag das ja auch immer mit neuen Sachen zu spielen. Ganz, ganz tolle Sache. Nummer 4, sehr überraschend, also Platz Nummer 4, Freundschaften. Ihr habt oft angegeben, dass es euch erfreut, dass ihr über dieses Hobby viele Freunde gefunden habt. Das kam sehr überraschend und unerwartet, dass das so als Antwort hätte ich nicht mit gerechnet. Aber ich muss selbst zugeben, dass auch ich schon Leute darüber kennengelernt habe. Und bei manchen ist es eine Bekanntschaft, man quatscht ein bisschen, bei manchen ist es so ein Zwischending und bei manchen ist es dann auch wirklich eine Freundschaft. Und ihr kennt das natürlich, es ist immer toll, wenn man im Freundeskreis den einen oder anderen mit dem Aquarienfieber infizieren kann. Und dann da vielleicht noch ein paar Sachen los wird oder da auch das Becken dann gestalten kann und so weiter und so weiter. Ihr wisst ganz genau, wovon ich spreche. So, Platz Nummer 3 und damit sind wir schon in der Top 3. Heute wird es ein bisschen kürzer, denn auch die Hitze schützt vor all der Arbeit nicht, die momentan ansteht. Tut sich viel im Hintergrund. Platz Nummer 3 ist die Fütterung. Und ja, das kann ich verstehen. Wer schon mal Lebendfutter in das Becken gegeben hat und gesehen hat, wie die Fische darauf reagieren, wie sie die Flossen aufstellen und sehr bunt werden plötzlich und diesen Jagdinstinkt zeigen, den man sonst sehr selten sieht, wenn man jetzt nicht nur ausschließlich Lebendfutter gibt, dann ist das natürlich immer wieder eine tolle Beobachtung. Platz Nummer 2, also Silber auf dem Treppchen. Wer hätte das gedacht? Nachwuchs. Ihr erfreut euch, wenn sich eure Fische vermehren und natürlich tut man das, denn dann ist man sich, meistens zu Recht, manchmal auch zu Unrecht sicher, dass man alles richtig macht. Denn mal abgesehen von den Fischen, bei denen man sich über Nachwuchs irgendwann nicht mehr freut, so Guppies, Mollys, Platys und irgendwie sowas, weil das Becken schon überquillt und manche Fische schon gelernt haben, an Land zu gehen, weil kein Platz mehr da ist, ist es bei manch einer Fischart, bei den etwas schwieriger nachzuzüchtenden, immer ein Riesenereignis und auch eine Riesenfreude, wenn man es schafft, dass diese Fische sich so wohlfühlen, dass sie sich dann vermehren. Wir hatten ja schon mal, in den Mythen habe ich es nicht, nein. Wir hatten das Thema auf jeden Fall schon mal, dass sich Fische nicht immer dann vermehren, wenn sie sich wohlfühlen. Platz Nummer 1. Kleiner Trommelwirbel wieder. Jawohl.
Platz Nummer 1 mit großem, großem Abstand. Also 9 von 10 Antworten auf die Frage, was findet ihr am besten, ist natürlich das Beobachten des Beckens. Ganz klar, wir haben einen Glaskasten mit Wasser drin, mit Fischen, mit Pflanzen, wenn ihr Pflanzen pflegt. Da ist das Beobachten natürlich der Hauptteil dessen, was man überhaupt so vor dem Becken tut. Und das machen wir natürlich alle am liebsten, denn sonst kann man mit solch einem Aquarium ja auch nicht allzu viel machen, außer mal so ein bisschen Sachen ausprobieren. Aber das Beobachten ist das Größte daran. Aber das Ganze hat auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Denn man hat beobachtet, dass wenn Menschen Fischen beim Schwimmen zu sehen in Aquarien, das hat man sogar richtig wissenschaftlich festgestellt, dann senkt sich der Blutdruck und die Herzfrequenz. Automatisch ist es so, je mehr Fische in diesem Becken sind, da lassen wir jetzt mal außen vor, ob da irgendwann zu viele vielleicht drin sind oder nicht, das spielt jetzt hierbei gar keine Rolle. Je mehr Fische in diesem Becken sind, desto länger ist der Zuschauer vor diesem Becken gefesselt. Und was wir dann spüren, sind sogenannte Alpha-Wellen. Und diese Alpha-Wellen, die versetzen uns in eine Art Entspannung. Man hat das auch mit Migränepatienten getestet, die sich auch vor Aquarien viel wohler gefühlt haben bei einer Migräneattacke. Man muss da vielleicht mit dem Licht aufpassen. Man hat Depressive getestet, wo sich die Laune dann auch verbessert hat. Also wenn ihr vielleicht euch zwischendurch mal ein bisschen down fühlt, so ein Aquarium kann helfen, ist natürlich kein Allheilmittel, aber es entspannt den Beobachter und die Laune hebt sich. Und das ist doch eine wirklich, wirklich gute Sache. Besonders in diesem Jahr. Sonst auch, aber dieses Jahr ganz besonders. Das war sie, eure Top 7, denn die Antworten ähnelten sich so sehr, dass man daraus keine 10 machen konnte. Na gut, dann sind es halt nur 7, aber dafür waren die sehr, sehr deutlich, die Antworten. Also die Menge, die ihr da zum Besten gegeben habt, war sehr deutlich. Daraus konnte man sehr schnell schließen, was euch am meisten Spaß macht. Platz 1 mit Beobachten war weit, weit vorne. Da waren, glaube ich, doppelt so viele Stimmen wie bei Platz 2, mehr sogar 3-, 4-, 5-fach sehe ich gerade sogar, so geschätzt. Ganz klare Sache, euch macht Beobachten am meisten Spaß. Für mich ist es marketingtechnisch vielleicht auch ganz nett zu wissen. Vielleicht gibt es demnächst einfach nur noch Videos vom Aquarium, wo ihr zuschauen könnt. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist es ein bisschen langweilig. Egal. Bis dahin, ihr kennt das Spiel. Liken, teilen, abonnieren und den ganzen Bums. Schaut euch die Videobeschreibung an. Da stehen auch ein paar nette Sachen für euch zum Zeitvertreib, falls ihr gerade im Urlaub seid und jetzt nicht unbedingt auf den Ballermann fliegen müsst. Danke dafür dann. Bis dahin, bleibt naturbegabt.